Bon après-midi, Monsieur Dame, il faut cuisiner. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin und im Teil Einführung bin ich eingekommen im Kapitel Hygiene bei 3 Schädlingsbekämpfung. Pestkontrolle, la lutte antiparasitaire, der Kampf gegen Parasiten. 3 Schädlingsbekämpfung. Als Schädling bezeichnet man Tiere, die Lebensmitteln Schaden zufügen. Moderne Bauweisen machen den Schädlingen das Einnisten schwerer, als dies früher der Fall war. Dennoch finden sie vielfach Gelegenheit, Schlupfwinkel aufzuspüren. Da Schädlinge sehr scheu sind, wird ihre Anwesenheit oft nur an den Spuren morgens zu Arbeitsbeginn erkannt. Eine konsequente Bekämpfung hilft, Schäden und Reklamationen zu vermeiden. Schaben, Motten, Milben, Käfer. Insekten bevorzugen Wärme, leben in Ritzen und hinter Möbeln und Geräten. Sie schaden durch Fraß und Verunreinigung. Abhilfe durch gründliche Reinigung. Mehrmalige Anwendung von chemischen Bekämpfungsmitteln, damit auch die erst später schlüpfende Brut erfasst wird. Fliegen. Brutstätten sind Abfall und Kot, Fliegenschaden durch Übertragung von Krankheits- und Fäulniserregern. Bekämpfung durch Fliegengitter, Abdecken der Lebensmittel, damit die Fliegen ferngehalten werden. Abfallbehälter gut verschließen und regelmäßig reinigen. Eventuell chemische Bekämpfungsmittel einsetzen. Hier als Beispiel die Stubenfliege. Silberfischchen. Das scheue Nachttier lebt versteckt in Ritzen und bevorzugt Kohlenhydrate. Es schadet vor allem durch Verunreinigung, Bekämpfung wie bei Fliegen. Mäuse, Ratten. Nager gelangen durch offene Türen, Kellerfenster und Rohrschächte in die Betriebsräume. Bekämpfung durch Gitter an den Kellerfenstern, Aufstellen von Fallen, Auslegen von Beruhigungsgiften, die zu innerem Verbluten der Schädlinge führen. Schädlingsbekämpfungsmittel müssen so eingesetzt werden, dass Lebensmittel nicht geschädigt werden, dürfen nur nach Anwendungsvorschrift eingesetzt werden, sind in den Originalpackungen getrennt von Lebensmitteln zu lagern. So, und dann gibt es hier an der Seite noch ein bisschen was. Schädigung der Lebensmittel kann erfolgen durch Fraßschäden, zum Beispiel Speckkäfer, Mehlmilben, Verunreinigung, zum Beispiel durch Kotreste abgestorbener Tiere, Übertragung von Mikroben, zum Beispiel durch Fliegen. Dann gibt es hier ein Bild der deutschen Schafe, Körper bis 12 mm lang, Spannweite bis 12 mm lang. Dann gibt es Weizenkörner mit Fraßschäden und Raupen in Weizen oder Raupen, die sich dies in einen Weizenkorn rein, bis 6 mm lang in einem Weizenkorn. Es kann gut sein, dass das die Raupe der deutschen Schabe ist. Dann gibt es die Getreidemotte bis 19 mm lang, Flügelspannweite, Ratten und Mäuse, Stubenfliege und Silberfischchen sind hier noch abgedruckt. So. Morgen geht es weiter mit Reinigung und Desinfektion. Tschüss.